Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von der Let's Play Factory Town zum immer belieben Slans. Ich habe, wie angekündigt, seit letztem Mal die Forschung hier durchlaufen lassen, also Fire Purification, Water Purification und den Mana Reactor. Haben jetzt dementsprechend ein paar neue schöne Forschungen. Genau. Und unter anderem können wir jetzt Omni-Stones herstellen, damit wir quasi die Base maximal upgraden können. Ich habe dann auch einmal schon die Schulen quasi leer gemacht, beziehungsweise ersetzt und leer gemacht. Dementsprechend stehen die beiden, Lagerhäuser hier nicht mehr. Habe ich hier noch eins. Weil das ist jetzt eine Sache, das mache ich einfach nur, weil ich halt selber jemand bin, der sowas gerne geordnet hat. Und genau, hier ist auch noch eins. Dann habe ich hier oben einmal eine zweite Bahn aufgestellt mit Büchern. Einfach um die Schulen halt leer zu kriegen, weil da teilweise 260 Bücher drin waren in einer von den Schulen. Jetzt sind da gar keine mehr drin, sind nur noch Writing Supplies drin. Keine Ahnung, was das für ein Bug war. Und mir ist aufgefallen, dass wir hier zu langsam Mana Power bekommen. Das heißt, ich will hier mal was ausprobieren. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine Mana-Pipe lege, ob es einen Unterschied macht, wenn ich es so mache. Beziehungsweise, nee, die kann ich erst nochmal weglassen. Ich kann hier erstmal ein paar rauslöschen, fällt mir gerade auf. Löschen wir die einfach mal eben kurz raus. Und ist immer noch zu viel anscheinend. Wie kriege ich am einfachsten ein paar weg? Machen wir es mal eben so. Einfach damit wir zumindest ein paar weniger haben. Na? Na, ich glaube, so sollte es reichen. Genau, jetzt fließt das halt quasi durchgehend durch. Kommt aber nicht schnell genug wieder nach. Das heißt, wir brauchen tendenziell schnellere Fließbänder? Ne, noch mehr Recharger brauchen wir. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass die Recharger hier nicht reichen. Also ich will halt ein bisschen mal rumprobieren mit verschiedenen Mana-Optionen. Weil spätestens, mache ich es mal so. Teile das bitte nur so auf. So, genau. Weil spätestens, wenn wir ein bisschen aktiver mit, mit den Boosts und sowas arbeiten, hier bei den Minen und so, dann müssen wir halt sehr oft dieses Aufladen machen. Und das Problem ist, jetzt haben wir hier beispielsweise zu wenig Kristalle drin. Versteht das mal einer? Dann darfst du mal kurz hier eine Ladung da wieder reinbringen. Geht das? Ne, scheinbar nicht. Dann ja gut, die sind alle voll. Das ist unter anderem das Problem. Das heißt, wir brauchen hier auch noch mehr Charger. Also ich probiere jetzt mal so ein bisschen mit den Mana-Sachen rum, wie gesagt. 2, 4, 6. Dann brauche ich nochmal 4 mehr. So. Und du kommst bitte nach der Hälfte rein. Wir könnten eigentlich auch mit einem Pusher arbeiten. So. Ich glaube nämlich, das müsste so sogar besser gehen. Dann brauche ich jetzt nur ein paar mehr von den Kristallen. Ich glaube, eine Ladung sollte reichen. Alter Schwede, muss ja einen riesen Umweg machen.
Du musst da komplett einmal lang, aber okay, ist halt so. Wie gesagt, ich will ein bisschen rumprobieren. Das heißt, wir werden hier auch mal kurz die 250 Bücher rauslöschen. So, du kommst weg. Und okay, also wenn ich genug Kristalle habe, dann habe ich auch genug Energie. Anscheinend. Problem ist nur, dass ich, so wie es aktuell aussieht, nicht immer noch nicht genug rechargen kann, damit ich den Verbrauch aufrechterhalten kann. Ja, wird immer ein bisschen weniger. Okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir so viele Recharger hier bauen müssen. Okay. Machen wir es mal so. Weil, so wie es aussieht, haben wir. Also, kriegen wir die nicht schnell genug hin. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass wir zu wenig Recharger quasi haben. Ja, wobei, wenn man hier guckt, der letzte ist halt auch gar nicht voll. Das heißt, wir könnten in den Kreislauf noch eine Ladung Kristalle mehr reinpacken. Nee, du mal kurz weg. Da und da rein. Weil zumindest sollten alle Recharger in etwa voll sein, aber der letzte ist halt im Prinzip immer leer. Das heißt, eine Ladung mehr Kristalle sollte machbar sein. Und jetzt gucken wir mal, ob es mehr oder weniger wird. So wie es aussieht, werden es mehr Kristalle. Ja, wobei 12, 13, 13, 12, ab und zu mal 11. Hauptsache, der letzte ist immer noch nicht belegt. Ja, aber wird mehr. Gut, dann haben wir das Problem sozusagen gelöst. Hier ist dauerhaft Energie drauf. Passt. Gut, dann wollte ich mir jetzt heute mal den Mana-Reaktor angucken. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es geht, und wir haben nicht genug Mana-Bricks dafür. Weil ich zwischenzeitlich Mana Bricks verkaufen musste, weil wir Purple Coins brauchten. Und das Problem ist, dass wir Purple Coins halt minus machen aktuell. Wie lösen wir das Problem? Also auf jeden Fall brauchen wir mehr blaue Coins. Okay, das Problem können wir gerade nicht wirklich lösen. Wir müssen warten, bis alles voll ist. Das nervt mich ein bisschen, da ich eigentlich ein paar Folgen am Stück jetzt aufnehmen wollte. Das heißt, wir müssen sozusagen die ganzen Tempel einmal deaktivieren. Ist ein bisschen doof, aber kann ich jetzt theoretisch nichts gegen machen, weil wir brauchen es halt. Das ist das Problem. Auch gut, dass der hier irgendwie dauerhaft läuft, beziehungsweise gar nicht läuft. Komisch. Ja, und hier einmal deaktivieren. Dann dürften wir jetzt eigentlich, wenn jetzt natürlich alles vollgelaufen ist, ist immer die Bedingung dahinter. Okay, hier haben wir aber ganz schön ein Plus. Dürften wir eigentlich keine Dinger mehr verbrauchen. Also die müssen jetzt quasi volllaufen, aber danach dürfen wir eigentlich keine blauen Münzen mehr verbrauchen. Außer ich habe irgendwo noch was übersehen. Ja, der verkauft halt gut blaue Münzen. Purple Coins gehen halt hoch theoretisch. Das heißt, wir verkaufen irgendwo Purple Coins. Keine Ahnung wo, um ehrlich zu sein. Und an sich sollte der dann jetzt irgendwann durchgehend laufen können, wenn die hier voll sind. Das ist halt die Bedingung dahinter. Und du kannst hoffentlich nicht mehr weiterarbeiten? Ja. Okay, dann dürften wir jetzt eigentlich keine Purple Coins mehr verbrauchen, jedenfalls nicht in den Mengen. Ich hoffe es zumindest. Weil wir haben jetzt 135 Mana Bricks. Ja.
Gut, wie kriegen wir denn vielleicht doch noch ein bisschen schneller Purple Coins, sage ich schon, blaue Coins. Warte mal, wo waren blaue überhaupt? Ach, hier, Apotheke. Ja, gut, dieses Ether. Ja, das Ether können wir eigentlich recht simpel machen. Weil das Ether, da brauchen wir nur eine Mine für. Elemental Refinery und Recharger und Co. Das heißt, das können wir eigentlich relativ simpel machen. Wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, logischerweise. Also einmal hier wieder alles ein bisschen einstampfen. Ich weiß noch nicht so ganz. Okay. Whatever. Dann einmal hier alles auf der richtigen Höhe bringen. Hier auch kurz. Ach komm, hauen wir die Berge hier alle mal kurz weg. Wir haben das Geld ja mittlerweile. So. Passt. Dann noch einmal Gras rausreißen. Und dann haben wir jetzt hier Platz, um mehrere Elemental Refineries hinzubauen. Wir brauchen theoretisch 4 Stück. Und wir brauchen dafür Unmengen an Mana Bricks. Das ist doof. Aber okay, kann man jetzt nicht viel dran ändern. Nee, nicht beides. Du brauchst in 10 Sekunden ein Erz, das heißt, eine Mine pro reicht. Ergo machen wir es so. Du sollst Feuer, Luft, Wasser, Erde, Feuer, Luft, Wasser und der nächste kriegt theoretisch Erde. Dann kommen hier jeweils Barnsen. Und dann brauchen wir jetzt noch die Energie. Das heißt, wir brauchen da Transmitter. Und ich kann mir das auch nicht mehr leisten. Ah, Mist, ey. Und Receiver logischerweise noch. Die sollen so in etwa. So, und dazwischen kommen dann halt ein paar Charger. Ich hoffe, dass halt ein Recharger quasi reicht. Bin mir aber nicht sicher. So, dann einmal die Ansicht. Ne, nicht Connector, sondern die Pipe einfach nur. So. Dann brauchen wir die Steine noch. Ja, das ist richtig. Feuer. Logist, nee, da, Farming. Ich bin komplett durch den Wind. Luft. Wasser. Und Erde. Die 4 Elemente. So. Und theoretisch, sobald wir jetzt da einmal kurz eine Ladung von denen hinbringen, machen wir es mal eben so. Sollten die Strom kriegen, genau. Problem ist nur, wir brauchen. Hier auch jedes Mal eine Überbrückung. Damit halt auch Steine quasi hier wieder hinkommen. Wobei, nee, beim letzten brauchen wir keine Überbrückung mehr.
Ah, okay. So funktioniert es auch. Dann werde ich es ein bisschen anders aufbauen. Und zwar unten einmal die lang. Und oben quasi die alten lang. Passt. Und ich habe hier schon wieder viel zu viel reingehauen. Bitte ein bisschen was rausgrabben. Kann ich nicht. Ja, gut. Dann muss jetzt so passen. Okay, dann würde ich aber sagen, ja, hier passt alles. Wir kriegen theoretisch die ersten Aether hier hin. Machen da gleich nochmal weiter. Hoffentlich kriegen wir noch genügend Mana Bricks dann. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst einen Kommentar, Bewertung da. Abo, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.